Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind natürlich noch immer auf Eladen und wir sind selbstverständlich noch immer dem Antriebskern des Reliktwracks auf der Spur und haben nur einen knappen Kilometer vor uns. Boosten wir uns? Ich drücke manchmal die Taste nur ganz kurz, weil ich das vom Sprinten so gewohnt bin, dass ich sie einmal drücke und dann sprinten wir quasi, bis ich quasi stehen bleibe und dann geht's wieder in den, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das, normalen Laufmodus. Wir haben immer noch das Signal des Antriebskerns, richtig? Ich will ihn unbedingt finden. Ja, ja, wir sind auf dem Weg, Pibi, und wir haben dich auch dabei. That will be very easy. I think. Egal. Ist ja wurscht. Gell? Alter, dieser übertriebene Ayers Rock einfach. Ayers Rock klingt. Sie nähern sich dem neuen Gebiet, in dem die Signatur des Reliktantriebskerns geortet wurde. Wir müssen die überall scannen, um Tiere exakt anpeilen zu können. Danke, Suri. Wenn Mulder mit dem Antriebskern wirklich eine Bombe bauen will, wird das eine mächtig fette Bombe. Das ist so bescheuert. Die Energie des Kerns könnte ihre Kolonie um Jahrzehnte voranbringen. Genau wie die Nexus zu zwingen, ihnen alles zu geben, was wir haben. Alle erwischt. Ja. Sieht wohl so aus. Ich hatte schon wieder ganz verdrängt, dass die Olle damit ja eine Bombe bauen will. Sieht aus, als hätten wir den Spaß diesmal verpasst. Kroganer gegen Plünderer. Denken Sie, es ging hier um den Antriebskern oder einfach nur um irgendwelche andere Beute? Wieso scannen wir die Leichen nicht, bevor sie zu Staub zerfallen? Oder wir? Nee, nur weil ich ein bisschen brenne, kannst du mal die Wummel stecken lassen. Schätzelein. Ich kann diesen Container... Pathfinder, ich empfange zwar die spezifische Signatur des Antriebskerns, aber er ist eindeutig nicht hier. Na, verarschen die uns? Das dachte ich mir schon. Deshalb sagte ich eindeutig, um jegliche Zweifel auszuräumen. War das Sarkasmus? Sam, hast du gerade sarkastisch reagiert? Nicht bewusst. Ich habe allerdings vermerkt, dass meine Antwort so aufgefasst wurde. Der Antriebskern muss enorm leistungsfähig sein, wenn er es Oh, Entschuldigung. Verschlüsselte Botschaft. Bringen Sie den Antriebskern zu unserer Operationsbasis. Passen Sie auf, dass Sie nicht verfolgt werden. Das ist oberste Priorität. Neuer Code für die Tür. Passwort 123. Ja. Bestes Passwort. Das Passwort. Bingo. Ja, genau deshalb sollte man sich sein Passwort niemals aufschreiben. Jein. Aufschreiben in Passwortmanagern gerne. Aber nicht nach dem Motto, ich bewahre den PIN meiner Bankkarte im selben Fach im Portemonnaie auf wie meine Bankkarte oder überhaupt im Portemonnaie. Das ist Bullshit. Wir scannen nochmal hier ganz, ganz zackig. Ganz, ganz zackig und knackig. Das ist nicht das Mineral, was ich suche. Weil, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir uns das auch mal ganz kurz... Okay. Ist das ernsthaft da drin? Och, nö. Nee. Schüppdi-dupdi-du, schüppdi-dupdi-du.
Das sind ja, ich dachte, das wäre ein Gesetzlose oder so. Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Ja, ich bin auf dem Weg. Shit. Zum Glück halten die nichts aus. Wenn ich ihn nicht... Kopfschieße. Die sehen aber so cool aus, jetzt mal ohne Witz. Sie ist pretty good enemy design. So, Mineralien gescannt. Fertig ist Lack. Da ist noch eine Kiste oder so. Vorsicht, Falle! Es riecht ja so nach einer Falle, ne? Wenn wir mal ehrlich sind. Ist aber keine. Wir haben das Mineral gescannt. Jetzt habe ich eben gar nicht drauf geachtet. Wo die Quest war, jetzt müssen wir mal ganz kurz selber gucken. Was müssen wir für die Besiedlung noch alles machen? Die Spannung in der Kroganer-Kolonie lösen, die Abstiege der Plünderer räumen. Alles klar. Wir wollen aber jetzt erstmal den Reliktantriebskern suchen. Vielleicht sorgt ja eben der Reliktantriebskern, wenn wir den finden, irgendwie auch dafür, dass sich die... Spannung zwischen den oder in den Kroganer-Lagern löst. Das kann ja gut sein. Und die Absteige. Ja, klar, werden wir uns natürlich auch noch anschauen, keine Frage. Keine Frage. Jetzt aber erstmal ganz kurz auf der Map gucken, okay. Ah, guck mal einer an. Dann werden wir wahrscheinlich, dann wird diese Quest vielleicht nicht die Spannungen lösen, sondern wir räumen die Absteige. Auf der anderen Seite vielleicht tut es auch beides und wir können danach schon direkt besiedeln. Weil die 40% Lebensfähigkeit, die wir brauchen, die haben wir ja schon lässig. Vor uns werden Plünderer sein, falls die Sonne sie nicht schon erwischt hat. Hey, der Antriebskern, den sollten wir nicht vergessen. Ich bin auf Weg. Alles easy, ich bin voll auf dem Weg. Boost! Ich mag übrigens die Landschaft auf Eladen sehr, sehr gern, muss ich sagen. Gefällt mir besser als Eos, wenn man es mal mit einem anderen Wüstenplanet vergleichen möchte. Ist das die Absteige? Das ist die Absteige. Ich escape schon wieder. Allerdings scheint das Signal des Antriebskerns von der anderen Seite zu kommen. Ich guck mir das mal auf der Seite an, Geronimo. Was? Nee, das ist schon irgendwie drüben dann doch. Da habe ich mich vertan. Oder nicht? Oben ist es aber auch nicht. Oben drauf. Oben auf dem Berg. Ob ich da durchkomme. Easy. So. Freunde. Das hier der. Ja, das muss die Absteige sein. Nichts riecht widerlicher als ein Haufen Plünderer. Solange diese Kerle hier sind, wird Eladen niemals ein sicherer Ort für eine Besiedlung sein. Sie müssen weg. Dann müssten wir den Laden mal aus. Den Eladen? Entschuldigung. Plünderer Absteige, Leid. Ich hasse Leid.
Cola Light, alles bäh. Gibt's nicht sogar Sprite Light? Widerlich. Sprite ist eh schon widerlich. Und dann auch noch, und dann auch noch Light. Das geht gar nichts. Das ist hier irgendwo im Inneren. Das heißt, ich muss jetzt hier... Sind die jetzt irgendwie hier alle böse oder so? Ich steige jetzt aus. Hier hat noch keiner auf mich geschossen und ich kriege hier eine Quest. So schlimm können die alle nicht sein. Ich will hier rein zum Antriebskern, Kinnas. I want to have a look. Ich glaube, hier draußen sind einfach keine Menschen. Denn wir haben ja schon gesehen, dass hier auf jeden Fall rote Punkte waren. So wie hier. Wie viel Schuss? Das ist nicht so viel. Also nicht so viel, wie ich gern hätte. Holy shit. Wird wohl gut bewacht. Wo suche ich mir denn hier Deckung? Ah ja, ja, das wird ja witzig. Open the door! Alles klar. Boah, wären wir jetzt hier richtig fies drin gefangen. Was? Hör auf! Hab ich hier Deckung? Ja, eher so, nicht so, ne? Feinde auf allen Seiten! Lass mich meine Deckung! Was? Oh, der steht zu weit weg. Boah, der hat das überlebt, die Sau. Der ist immer noch zu weit weg, ne? Ich lerne es nicht. So. Ja, ist doch gut. Sehe ich doch selber. Was? Die Typen als Jobs. Warum schießen die auf uns? Vielleicht verbergen sie was? Zum Beispiel ein Warum habe ich den jetzt nicht? Warum habe ich den jetzt nicht getroffen? Sagen Sie ihm, was hier vor sich geht. Weil ich so kacke bin. Wo ist denn der Anarchist? Das war der letzte. Machen wir uns auf die Suche nach diesem Antriebskern. Yes. Das werden wir. Oh, ich dachte, er wäre vielleicht hier. Aber wir haben ja hier oben schon gesehen. ein Behälter. Den haben wir nicht gesehen. Den habe ich gerade eben erst gesehen. Achso, das sah aus wie eine fiese, oberfiese Konsole. Okay. Ah! Reliktkonsole nicht gesehen. Ich fühle mich benutzt, aber ich weiß nicht so recht warum. Drag,
Irgendeine Idee? Durchaus. Der Jargel-Clan ist der Schlimmste. Unausgeglichen, unzuverlässig. Oder geht's nur um einen Verkauf auf Kadera? Aber warum versteckt er ihn dann hier? Ich weiß es nicht, aber ich kann es kaum erwarten, es herauszufinden. Wir müssen gleich wechseln. Ich bin extrem neugierig. Wer kennt schon die Motive eines verrückten Kroganers? Drak, tun Sie mir einen Gefallen und sagen Sie den Kroganern noch nichts davon. Ich will erst persönlich mit Morda und Drax reden. In Ordnung. Freut er sich, der Drake. Gil, ich brauche ein Einsatzteam an dieser Position. Abholung eines Relikt-Antriebskerns. Verstanden, wird erledigt. Sam, ändere den Zugriffscode der Tür zu diesem Ort und sende ihn an Gil. Die Tech muss gesichert werden. Sie könnte das mächtigste Ding sein, das wir bisher gefunden haben. Ich bin froh, wenn das hier vorbei ist und ich duschen kann. Sogar mein Schweiß schwitzt. Am liebsten würde ich jetzt einfach nackt auf Volt rumspringen. Finde ich gut, sogar mein Schweiß schwitzt. Das ist bei mir auch so. Vor allem im Sommer. Also pass auf. Wir kriegen hier noch zwei Quests. Sollen wir erstmal. Wollen wir erstmal angucken, das Schauspiel. Hier können wir wieder nur reinscannen, kriegen aber nicht mal dafür was. Ich will jetzt ehrlich gesagt nicht direkt in die Absteige. Gut, wir haben auch von hier aus jetzt nicht so den weiten Weg, da wieder hinzukommen. Ich will tatsächlich mal zurück nach Neu-Tuchanka und Strux interviewen, will aber unbedingt Drak mitnehmen, deswegen habe ich vor ein paar Minuten gesagt, wir müssen wechseln. Und damit meinte ich nicht irgendwie die Buchse, sondern unsere Begleitung. Pibi bleibt, weil alleine auch, weil es immer noch um Relikttechnologie geht. Aber Liam wird abgelöst von Onkel Drak. Ich weiß, wir hatten Drak jetzt mit Abstand wahrscheinlich, also würde ich jetzt einfach mal vermuten, mit Abstand am häufigsten dabei, aber Drak ist auch mit relativ großem Abstand der coolste Charakter. Danach Vetra, Pibi sind schon auch cool. Korra ist allein cool durch ihre Geschichte, dass sie als Mensch eine Asari-Kriegerin im Endeffekt war. Allein das macht Korra super interessant. Wo müssen wir hin? Können wir hier einfach runterhüppen? Dr. O'Pierce, wichtige Arbeit darf nicht verloren sein. Hallo! Ernsthaft? Du willst als Schlägerin für eine Kriminelle arbeiten? Schon mal am Meer von Ataraxia. Moment mal, um Morda über Strux Verrat zu informieren, haben wir nicht noch eine zweite Möglichkeit? Erstmal. Warum nicht? Ich würde gerne erstmal mit Strux reden und ihn nicht direkt anschwärzen, wie wir wissen. Also Verrat ist schon klar, weil er sich den Antriebskern geschnappt hat. Aber wir wissen ja nicht, was er damit machen will. Hallo Morda. Rede mit mir. Hallo Nexus. Sie sind zurück? Ja, bin ich. Strux hat gesagt, Sie wollten den Antriebskern von meinem Reliktschiff holen. Das stimmt. Und dass sie ihn an Plünderer verkauft hätten, die damit woanders einen Profit machen wollten, an dem sie beteiligt seien. Ja gut, fragen Sie doch Strux. Sie sollten dieses Verhör besser mit Strux führen. Halten Sie sich aus den Angelegenheiten der Kroganer raus, Nexus. Ich verhöre, wen ich will. Sind alle Kroganer so schlechte Zuhörer? Das war noch gar nichts. Der Nakvor-Clan ist ein Witz. Die Verlierer von T'Chanka sind jetzt die Verlierer von Helios. Overlord Morda hat den Antriebskern verloren und unsere Kolonie ist dem Untergang geweiht. Sie reden nur, Jorgel Strux. Ich habe diese Kolonie groß gemacht.
Wenn es überhaupt einen Overlord gibt, sollte er von ältestem kroganischem Blut abstammen, dem Jorgel-Clan. Wartet's nur ab. Ich werde den Antriebskern retten und uns so mächtig machen, dass die Nexus vor uns auf die Knie fällt. Was sie gar nicht können, weil wir ihn haben. Ach, Drag. Ich wollte doch sehen, wie er sich in seiner eigenen Schlinge erhängt. Was soll das heißen? Sie haben ihn. Das soll der Pathfinder Ihnen erklären. So, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Wahrscheinlich müssen wir irgendwie, werden wir irgendwie zu der Entscheidung gedrängt, wer hier nun der Obermotz ist bei den Kroganern, ob Mordor oder Strux. Jetzt sind sie interessiert, was? Endlich. Okay, wo fange ich an? Alles begann damit, dass Strux mich kontaktiert hat. Okay, das reicht. Mehr muss ich gar nicht hören. Das Beste kommt doch erst noch. Ich bin beeindruckt, Strux. Sie sind raffinierter als die meisten anderen aus dem Jorgel-Clan. Klüger sogar. Nagmor-Arroganz. Mein Vater wollte ihrem Clan unter seinem Stand beitreten, weil er ihren Großvater bewundert hat. Er wurde ausgelacht. Er sei die Mühe nicht wert, ihn zu töten, hieß es. Aber jetzt habe ich sie vorgeführt, Morda. Und der Nagmor-Clan wird mit Blut bezahlen. Au. Sie setzen die Kolonie für einen Groll aufs Spiel, den Sie durch den Orkusnebel mitgebracht haben? Sie sind die Mühe wirklich nicht wert, sie zu töten, Jorgel Strux. Verschwinden Sie und nehmen Sie Ihre Schläger mit. Und wo ist jetzt der Antriebskern? Händigen Sie ihn aus. Nö. Einfach so? Händigen Sie ihn aus? Er ist unfassbar mächtig. Wir werden damit die Kolonie betreiben. Das verschafft uns einen Vorsprung von mehreren Jahrzehnten. Ryder, das ist einzigartige Relikt-Tech. Ja. Wenn Sie den Antriebskern behalten, ist das Band zwischen den Kroganern und der Nexus zerschnitten. Für immer. Sie müssen uns etwas dafür geben. Das ist nur fair. Wir wurden beschossen. Ziemlich ausgiebig. Wie wär's, wenn Sie sich mit Ihrem Außenposten unserer Kolonie anschließen? Sie geben uns den Antriebskern und wir sind Freunde. Neutuchanka und die Nexus. Wenn Sie ihn behalten, führt das zu einer unabhängigen kroganischen Nation. Wir werden uns nicht an die Gesetze der Nexus halten und schulden ihnen nichts. Nicht einmal Frieden. Ryder, ich muss darauf hinweisen, dass unkontrollierte Expansion der Kroganer historisch betrachtet immer zu Kriegen und Katastrophen geführt hat. Auch für die Kroganer selbst. Also? Ja, gibt's eigentlich nicht viel zu diskutieren. Wir werden den Kern übergeben. Das wird Pibi nicht gefallen, da bin ich mir sicher, dass Pibi das nicht gefallen wird. Aber ich möchte den Außenposten auf Eladen und wie Sam es eben schon gesagt hat, das war ja der Grund für die Genophage, dass die Salarianer die Genophage entwickelt haben. Und zwar, diese Mucke, ey, beruhig dich mal, Spiel. Und zwar, weil die Kroganer eben unkontrolliert expandiert sind und man ihnen Einhalt gebieten muss. Oder laut der Salarianer musste man ihnen Einhalt gebieten. Und nach Meinung der Salarianer ging das nur, indem man einen genetischen Defekt verursacht, dass, wie war das, von 1000 kroganischen Babys nur eins überlebt? Ich glaube, so war die Quote. Und insofern werden wir hier den Kern übergeben, weil wir dann gleichzeitig einer eventuellen unkontrollierten Expansion, wie Sam es genannt hat, der Kroganer ein bisschen vorbeugen, denke ich. Wie gesagt, Pibi wird es nicht gefallen, aber das ist meiner Meinung nach hier die richtige Entscheidung oder die Entscheidung, die ich treffen werde. Okay, Morda, arbeiten wir zusammen. Sie bekommen Drake den wird's auch nicht gefallen, wahrscheinlich. Und Sie können Ihren Außenposten hier errichten, Nexus. Wir sind alle Freunde und können gedeihen, richtig? Darauf können Sie wetten. Bringen Sie Ihre Außenpostenleute her, wann immer Sie bereit sind. Wir werden Sie willkommen heißen. Also, heute ist ein großer Tag, Morda. Wir kontaktieren Addison und informieren Sie. Viel Glück, Overlord Morda. Okay. Pathfinder, dieser Ort könnte sich für einen Außenposten der Initiative eignen.
Ja, wenn wir den Abstieg, wenn wir den Abstieg der Plünderer geräumt haben, wir haben einen Kryokapselpunkt erhalten. Pibi hat sich jetzt doch gar nicht dazu geäußert und Drake fand es gut. Und Morda scheint das hier mit harter Hand zu führen, aber sie scheint gleichzeitig auch zu ihrem Wort zu stehen. Also um Eladen zu besiedeln, müssen wir die Absteige der Plünderer räumen und wir müssen einen Außenposten errichten, natürlich. Wir werden erstmal, ich weiß nicht, ob wir den Außenposten jetzt schon errichten können, keine Ahnung. Wo geht's denn hier raus? Hier? Ja, ne? Wir werden jetzt erstmal wieder nach draußen gehen und werden uns in den nächsten Folgen, können wir von hier aus schnell reisen? Und werden uns in den nächsten Folgen, sehr schön, der Absteige widmen. Da bin ich sehr gespannt, was uns dort erwartet. Das, meine Lieben, werden wir aber erst in der nächsten Folge sehen, denn dann begeben wir uns eben zur Absteige und schauen, was es dort für uns zu holen gibt. Haben wir eine explizite Quest? Die Absteige. Komm, wir machen mal die Absteige einfach. Die Einsatzzentrale betreten. So, das in der nächsten Folge. Ich sage bis hierher. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.